Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Real und Digital. Mein Name ist Roger Hassler und heute testen wir eine Neuerung weltweit. Es ist einzigartig und zwar geht es halt darum, um diesen Grind Tower, also ein sehr futuristischer Name für ein Tool, was man eigentlich als Airbrusher gebrauchen sollte. Und zwar habt ihr es bestimmt schon sehr häufig gehabt. Die Nadel ist chrom vorne, nicht durch den Sprühprozess, sondern mal so wogegen gekommen. Beim Einbauen gab es Probleme, das Gerät ist runtergefallen. Und dann ist es passiert es halt, vielleicht mal auch am Abend, man bekommt keine neue Ersatznadel. Und dafür gibt es dieses Tool, den Grind Tower. Und zwar ist es ein ganz außergewöhnliches, stranges Tool für mich. Erfunden hat das Gerät der Ralf Thorsten Kolmer hier aus Deutschland, der auch für uns schon einige Artikel geschrieben hat im Magazin. Und ich war ganz überrascht, als mir dieses Produkt zugeschickt hat. Es besteht letztendlich hier aus einem Motor, einer Schleifscheibe und dementsprechend einem Deckel mit entsprechenden Winkeln, dass man da halt die Nadeln einführen kann. Das gucken wir uns dann im Detail gleich nochmal an. Stromadapter ist mit dabei, um das Ganze anzuschließen. Es ist ein Standfuß dabei, damit das halt auch alles wirklich gebraucht werden kann. Es liegt dabei verschiedene Schleifscheiben, die man halt mit verschiedenen Körnungen bestücken kann. Es gibt ein spezielles Tool, um halt die Nadel damit zu arretieren und dann einzuführen. Dann halt noch ein Tool zum Lösen dieser Schrauben, wenn man das mal machen möchte und muss. Und dann hier noch ein Abstandshalter, um dann halt diese Schleifplatten einzubauen. Wir gucken uns in den nächsten Minuten einmal an, wie das Ganze funktioniert. Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich damit klarkam, weil ich habe halt zwei linke Hände. Aber das ist das ultimative Tool für die Airbrush-Künstler, die so ein bisschen mehr machen wollen. Also ihr kriegt auf jeden Fall jede Nadel wieder geschliffen und teilweise funktioniert ihr sogar halt besser als vorher. Wenn eine Nadel komplett extrem krumm gebogen ist, dann geht es natürlich nicht. Aber egal, was vorne an der Spitze passiert ist, egal wie krumm es vorne dran ist, das ist überhaupt kein Problem. Das wird halt alles wieder begradigt und auch wieder so dicht geschliffen, dass der Dichtkegel wieder vorhanden ist, dass man die Nadel halt ein- und ausführen kann. Und auch wenn die Nadel nur drin steckt, dass dann halt noch keine Farbe rauskommt. Und das Ganze für 159 Euro. Und jetzt guckt ihr mal zu, was ich mit dem Grind Tower machen kann. So, dann schauen wir uns den Grind Tower mal ein wenig genauer an. Und ich bin gespannt, ob ich meine defekte Nadel damit wieder auf den neuesten Stand bringen kann. So, als erstes muss ich meinen Stromadapter hier in Betrieb nehmen, also Stromkabel anschließen an den Poweradapter und dann das andere Ende mit dem Motor verbinden. So, und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Es gibt hier so einen Standfuß für den Grind Tower und dementsprechend kann man das so durchführen und dann steht der Tower dementsprechend auch ganz stabil. Man muss ihn dann ein bisschen hochnehmen und bekommt dann hier den Ein- und Ausschalter zu Gesicht. Ja, und dann liegt dabei eine Nadelklemmung mit Durchmesser 0,12 mm, also für 0,12 mm Durchmesser Nadeln geeignet. Und da kann man dann zum Beispiel hier mit der Rückseite die Nadel einführen, um das Ganze dann halt in den Anschlag zu stecken. So, aber hier nochmal der Beweis, man prüft vorher erstmal, die Nadel ist krumm und man merkt das hier auch beim Rüberziehen über das Papier, dass es so ein bisschen kratscht und dementsprechend möchte ich auf jeden Fall, dass die Nadel wieder ganz frisch wird. So, ich öffne also meine Nadelklemmung so ein bisschen, ziehe dann rückseitig die Nadel rein, dass es erstmal relativ locker ist und bewege dann alles in den Anschlag rein. Hier muss man keine Gedanken machen, die Nadel ist ja schon krumm, also trotzdem vorsichtig nach vorne zuführen, bis es nicht mehr weitergeht. Ja, nochmal, war noch ein bisschen locker, also da auf jeden Fall schon mal leicht festziehen. Dann nochmal in den Anschlag hinein. So, dann festdrücken und jetzt richtig schön festziehen, dass das alles gut verklemmt ist und nochmal nachziehen.
dann ist man auch wirklich sicher, dass es im Schleifprozess alles funktioniert. So, dann starten wir den Grind Tower. Und als erstes möchte ich die Nadel stumpf schleifen und wieder in Form bringen. Und dafür führe ich das jetzt ein und drehe jetzt die Nadelklemmung 360 Grad, immer mal nach rechts, immer ein bisschen nach links. Es muss also auf jeden Fall immer schön rotiert werden, nicht zu schnell. Und dann bekommt man hier innerhalb von wenigen Sekunden und Minuten dann einen entsprechenden Schliff für die Nadelspitze, sodass es wieder gerade wird. Wenn es aufhört mit den Geräuschen, dann kann man hier die Nadel entnehmen und vielleicht zwischendurch erstmal prüfen mit der Lupe, ob das Ganze schon mal so in der gewünschten Art und Weise vorliegt. Ja, vielleicht ist es noch nicht ganz perfekt. Ich bin ja noch ein bisschen am Üben mit dem Gerät. Also nochmal hinein, nochmal ein bisschen nacharbeiten, nochmal schauen, ob das Ganze nochmal ein bisschen genauer wird. Also nochmal hinein zum Stumpf anschleifen, ganz vorsichtig schön drehen, einmal nach rechts, einmal nach links, immer 360 Grad, komplette Drehungen. Und dann kann man das Ganze wieder entnehmen und nochmal mit der Lupe überprüfen. So, als nächstes wird dann der Grind Tower gedreht und dann kommt das Ganze in den weiten Anschlag rein, beziehungsweise hier geht es natürlich halt darum, dass man einen Dichtkegel bekommt. Dasselbe Spiel wie auf der anderen Seite schon, immer schön in 360 Grad Drehungen drehen. Und immer so ein bisschen auch aufs Geräusch achten. Wenn also dieses Schleifgeräusch nachlässt, dann ist man da halt durch. Dann wieder mit der Nadel prüfen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man der Nadeloberfläche nochmal so ein bisschen Abrieb gibt. Und das mache ich hier mit so einer Politur. Mit so einer Politurpaste. Die kommt jetzt aufs Tuch drauf und dann drehe ich die Nadel hier mehrmals durch das Tuch durch. Und dadurch wird es schön von der Oberfläche her noch geglättet. Und jetzt habe ich die Nadel schon mal mit drin und mache meine ersten Sprühversuche und schaue zum einen, ob auch wieder runde Punkte rauskommen beim Sprühen. Und natürlich, wie fein man mit dem Gerät sprühen kann. Und man sieht, hier nach der Reparatur der Nadel funktioniert das Ganze wieder einwandfrei. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben hier zu dem Grind Tower, diesem speziellen Tool, um Nadeln zu reparieren, von Ralf Thorsten Kolmer. Ich fand es also sehr, sehr spannend, interessant. Und ich war extrem begeistert, was für ein Ergebnis dieses Gerät halt liefert. Für mich war es nicht so ganz einfach, damit umzugehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zwei linke Hände. Es hat also einen Moment gedauert, aber dann hat es super funktioniert. Und ich dachte, wow, das gibt es doch nicht. Also der Grind Tower für 159 Euro im Lieferumfang enthalten. Grind Tower als solches. Dann einmal die Platte mit dem Durchmesser 1,2 für Hardon-Steenbeck-Nadeln. Es gibt zwar mal hier also ein Schleifvlies 400er, 600er ist dabei, die Platte, Abstandstool, dann haben wir hier das Tool, um halt die Platte zu lösen und natürlich nicht zu vergessen halt dieser Halter, mit dem man halt die Nadel positionieren kann und muss, und dann natürlich der AC-Adapter, um das Ganze zu betreiben. 159 Euro hatten wir schon gesagt, und im Zubehör beim Ralf Thorsten kann man dann entsprechend für die Iwata-Nadel noch die Platte erwerben mit dem 1,4 mm Durchmesser.
Und es gibt dann halt auch nochmal ein Schleifvlies für 240er mit einer 240er Körnung. Damit geht es dann halt besonders schnell, um die Nadeln halt in Form zu bringen. Und Ralf Thorsten hat auch noch gehärtete Nadeln im Programm. Also wenn ihr von vornherein halt schon so ein bisschen was ausschließen wollt, dass halt irgendwie was sich verbiegt, dann gibt es da nochmal diese speziellen Nadeln, die ihr dann halt natürlich halt auch in Form bringen könnt. Ich wünsche euch trotzdem natürlich, dass ihr eure Nadeln nicht so häufig verbiegt und krumm bekommt. Wünsche euch viel Spaß beim Brushen und bis zur nächsten Episode Real und Digital. Euer Roger Hassler.